Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stone Shard. Ja, ich bin leider wieder krank geworden, also wieder. Ich bin ja den ganzen Winter eigentlich relativ gesund gewesen. Hab ein paar Entzündungen gehabt und so, aber jetzt geht's wieder besser. Deshalb gab's ein bisschen Pause. Aber, ja, wir sind ja sowieso gestorben, weil das Spiel wieder übertreibt mit den Bossen. Der Beschwörer hat einfach viel zu viele Skelette und so. Ja, ich habe es einfach schlecht angenommen. Das ist eher gewesen. Also, dass ich einfach reingelaufen bin und gemerkt habe, dass da ein Boss ist. Und ja, dann haben wir den Salat gehabt. Aber gut, heute werden wir ein bisschen kurz nochmal leveln, zu anderen Orten gehen. Ich wollte kurz schauen. Ja, ich habe ein paar Items. Genau, das Wasser müssen wir auffüllen. Jo. Also eben dieses Spiel hat es in sich. Also ich bin, glaube ich, in keinem Spiel bisher so unter die Räder gekommen wie ja, in diesem Spiel eigentlich. Ich spiele ja auch nicht so roguelike oder was soll ich sagen. Es ist schon eine Art roguelike. Einfach, dass mein Hund mehr Leben hat, oder? Und ja, dass man einfach ein bisschen logisch denken muss, oder? Und das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht so drauf. Weil ich kenne das Spiel nicht. So logisch kann ich jetzt wahrscheinlich nicht so denken, wie ich es gerne hätte. Aua. Okay, ich wurde getroffen, aber ich habe keine Schaden genommen. Jetzt habe ich aber Schaden. Wichtig, das ist schnell. Lieber abhauen vom Bogenschützen. Er ist sehr taktisch. Erstmal weg. Dann Reichweite aufbauen. Nochmals. Damit ich nicht trifft. Knapp werden, ja. Eventuell schaffen wir das gar nicht. Das ist einfach unfair. Einfach unglaublich unfair. Ich habe gesehen, andere Let's Player machen das gar nicht so lange. Wir haben ein paar Parts gemacht, so drei Parts. Einer hat schon vier Parts gemacht seit neuem. Auch so weit habe ich jetzt bis jetzt noch keinen entdeckt. Dürft mir gerne sagen, wer schon weiter ist. Ja. Aber ich werde natürlich das Let's Play relativ blind machen. Ja, keine Chance. Keine Chance. Was ist denn los? Unglaublich. Weil ich spiele gern die Spiele blind. Also Zuschauer dürfen da natürlich schon gerne mal ein paar Tipps geben. Aber ich schaue mir kein Let's Play an, wenn ich es noch spielen will, das Game. Ich bin einfach so einer, der sich relativ schnell dann einfach gelangweilt fühlt und keine Herausforderung mehr sieht und sonst irgendwas. Und deshalb, ja. Ah ja, ich muss ja zurück. Wir müssen noch kurz Wasser auffüllen und die Ware verkaufen. Ich mache das einfach beim Schmied, also wegen ein paar Münzen mehr wird es wahrscheinlich schon nicht sein. Dass es sich nicht lohnt. Aber die haben ja so geringe, also dass ich das gefunden habe, wo Pfeile verkauft. Also derjenige. Das schaut wahrscheinlich länger dauern. Und Fälle.
Habe ich bis jetzt auch noch keinen gefunden in diesem Dorf. Also. Jetzt versuchen wir uns nochmals an diesem Banditenlager oder so. Und dann gehen wir nach Norden. Im Norden gibt es interessantere Gebiete. Aber nicht diese Bastion. Ich weiß gar nicht, was es war. Ein Grabmal. So irgendwas. Also jetzt vorsichtige. Es könnte nämlich schon irgendwo gleich mal ein Bandit auf uns lauern. Aber es könnte wieder ein Gebiet sein, wo nicht das Banditenlager ist. Und wir müssen einfach nochmal eins nach links. So ist es scheinbar. Keine Ahnung. Ja. Ich habe Bauchschmerzen. Bin so mega geknickt auf dem Pult. Schreibtisch und ja. Echt geschwächt. Also was ich habe ist Magenbrennen. Kopfschmerzen und was noch? Durchfall habe ich gehabt gestern. Deshalb habe ich gestern keine Folge aufgenommen. Weil ich immer wieder rennen musste. Ja, die feindlichen Hasen des bösen Spieles. Und ich habe nur getrunken. Ja. Bisschen zu nervig mit den verschiedenen Sachen machen, wie trinken, essen, auf alles achten, dass man genug im Inventar hat. Ah, endlich! Okay. Ich lock nur den an, weil sonst habe ich wieder keine Chance. Wir müssen vorsichtig sein. Haben beim Zuschauen. Ich weiß, dass beim Zuschauen ist es noch schwerer, aber. Ja, dafür muss ich nicht verrecken, hallo, lieber Bandit. Nicht dir natürlich. So. Jetzt am besten abhauen. Wieso trifft er immer? Ja, schon gedacht. Der Plane. Das ist ein Dach. Ist natürlich. Ja. Auf dem Weg, ne? Im Fall. Bin nicht durchkraft. Das ist das Spiel schon realistisch gewesen. So, einer ist tot. Andere. Ja sicher, durchs Haus durch. Ja sicher, aber durchs Haus durch. Das ist ja schon ein bisschen offen. Aber das ist doch unglaublich. Durch eine Dinge geht der Pfeil nicht mehr. Ein ganzes Haus. Ich muss ihn irgendwie überraschen. Ja sicher, der kann jetzt wieder hier durchschießen. Ja. So unfair. Bogenschuss, also Bogenschießen ist einfach zu OP, das merkt man auch beim Feind. Das ist so unglaublich. Wenn man schlechte Munition hat, das ist einfach zu OP. Ah, gut. So. Oder Manning. Okay. Plumpes Weibchen. Kupferkette. Beile. Geben leider nicht viel, aber ich nehme sie einfach mal mit, weil die so oft droben. Und. Hey! Ja, ich will nicht rufen. Hallo. Ich will hier. Schlossknopf. Komm schon. So, ein bisschen Geld. Wow! Ach komm.
kein Bett. Dankeschön. Ja, wir müssen wieder zurück, weil wir haben ja Durst. Also das Essen, das Trinken geht weg. Und wir könnten nochmal so ein Teil, was ist das für ein Teil? Eine Wurst einfach. Sieht eher aus, irgendwie so ein zusammengelegtes Fleisch. Ja, gut. Ja. Irgendwas im Hals habe ich auch leider. Ich merke so langsam, die Stimme ist recht rau. Tut mir leid. Ja. Ja, heute das erste Mal auf dem Server spielen von Minecraft, den ich ja gemacht habe mit einem Techniker von Chenix, dem lieben Luck. XKRUS LP. Der sauft immer noch. Also hier war der Brunnen. Nein, da war unten. Ja. Trinken. Jetzt aber Wasserschlauch füllen. Er ist voll. Und ja, zuerst mal schlafen, hä? Ja, der Regen, ey. Ui. Ist dann irgendwo Blitzmagier kommen oder Eismagier und dann sofort tot ist. Qualschmilzen, okay. Typisch. Und war noch ein anderes Projekt, das ich schon länger geplant habe, aber wegen Wolken vor allem, das kann ich nicht so gut aufnehmen momentan. Einfach durchlassen, gell? So. Konnte ich nicht machen, weil ich glaube, es hat schon längere Zeit, dass dieses Spiel nicht mehr Let's Played, nämlich Dungeon Siege 2 mit dem Hotfix-Patch. Und das kommt wahrscheinlich heute noch, oder ja. Ich werde noch ein bisschen warten, bis die Krankheit weg ist. Ich hoffe, es ist nicht eine Grippe oder so. Weil jetzt kann ich natürlich nicht zum Hausarzt gehen. Ah, da ist auch ein Brunnen. Nein, das ist ein Kamin, okay. Dachte ich schon. So, und du hast Geomantische Abhandlung 3. Soll ich mir das kaufen? 1600 ist zu teuer. Das kaufe ich mir nicht, weil ich brauche das nicht. Ja. Toll. Spiritus. Beides groß werden. Okay. Schade. Pfeile verkaufst du auch nicht? Zwiebel 5. 5. Könnt ihr eigentlich die Radieschen, also rote Beete. So, und die Kartoffeln, ne? Kaufen, damit ich noch Essen habe. Die ich einfach knabbern kann. So. Mal kurz schauen. Immer wieder auf die Uhr schauen, damit ich nicht überziehe. Okay. Ah ja. Zuerst immer auf die Map schauen. Jetzt sind wir eins nördlich hier. Also. Ich denke, ich muss jetzt ins Fort Rumfrost gehen. Es wird wahrscheinlich schwer sein, weil es ein Fort ist. Aber einfach mal versuchen. Ja, wir haben ja gespeichert. Jetzt sieht man nicht, ob ich gespeichert habe, aber hier sieht man es. Ich habe ja 8 oder 9 Stunden geschlafen. Ja, das Spiel wurde gespeichert. Weil der ein oder zweimal beim Leveln, also nicht in der Aufnahme, hat es nicht gespeichert.
Obwohl ich eigentlich lange geschlafen habe. Gut. Vielleicht ist es auch wieder ein Bug oder so. So. Direkt mal nach links. Schauen wir mal. Kraftvoll, okay. Sehr lange kraftvoll. Und sonst mache ich halt mal einen anderen Charakter, damit ich eventuell schneller vorwärts komme. Denke ich mal Schild und Axt oder Schild und Keule. Irgendwas so. Wenn wir dann sehen. Aber ja, es kann sein, dass wir einfach noch ein bisschen mehr brauchen als nur ja, Magie nicht finden. Ich wollte eigentlich schon lange Zeit Magie und ich habe es nie gefunden, das Buch. Also Chronomagie oder so. Aua, der macht so viel Schaden. Ja, ich wusste, dass die viel zu OP sind. Aber die sind dafür. Da groß machen. Ja, das ist viel zu schwer. Aber der erwischt mich nicht. Warum müssen wir? Es ist viel zu schwer. Mann, die macht so viel Schaden, die Helipade. Oh Gott. Ja. Was sollen wir machen? Also im Nahkampf hätte man auch keine Chance, wenn ich jetzt Axt und Schild mache. Also Axt und Schild fände ich ja cool. Keule und Schild fände ich irgendwie ein bisschen langweilig, weil man dann immer wieder die Gegner sozusagen stunt oder ja, oder so anders macht mit denen. Voll das Pfund aufs Maul. Ich muss es einfach anders angehen. Ich darf nicht zu diesen gutennamigen Gebieten gehen, also Fort und also so das andere Schrein. Zu den Schreinen nicht gehen, Abtei auch nicht, dann bleiben nur die zwei Fragezeichen, weil hier ist es scheinbar nichts. Wir können hier runter gehen. Ja, da war ja letztens nichts. Ja, ich bin leider auch viel zu müde. Schon wieder. Ich werde morgen das Video auf hochladen. Ja, okay. Also. Schauen wir mal. Ja, namenlose Schrein, denke ich mal. Okay, eins hoch, drei rüber. Also eins hoch, zwei rüber. Ja, wir sind ja schon in diesem Gebiet. Eins müssen wir schon abziehen, also zwei. So, hoffen wir das Beste. Sonst muss ich einfach Patches abwarten, bis das Spiel ein bisschen fairer wird. Ja. Weil, ja. Man kann zu wenig Zauber wirken, bis die Nahkämpfer bei uns sind. Wir müssen eigentlich immer in Reichweite, außer Reichweite sein und das geht nicht, sonst müssen wir die ganze Zeit immer wieder abhauen und dann immer wieder schießen, wieder abhauen. Das ist mir zu langweilig. Ich muss einfach Spaß haben. Und der Spaß, der wird einfach nicht geboten. Das ist so typisch, ja.
nicht da, wenn man die ganze Zeit taktisch kämpfen muss. Ja. Ja, jetzt habe ich natürlich nichts gekauft. Ach, ist egal. Einfach mal testen, was hier ist. Also, jetzt haben wir drei links. Also, ich bin hier gewesen, zwei. Dann sollte eigentlich hier. Ja. Okay. Was ist denn hier? Ist hier schon jemand? Ein Zombie? Ein Skelett? Die Skelette waren in der anderen. Im anderen Schrein. Okay. Versuchen wir es mal. Jetzt sind hier überall Necromancer. Aha. Sechsundzwanzig Gesunde. Unheiliges Ritual habe ich. Haha. Ich hätte früher schon drüber weggehen sollen. Ich vergesse immer aufzuhören. Ich gehorche. Ja, aber nicht mir. Okay, der ist tot. Eine Bartaxt, die könnte vielleicht wert sein. Aber was sind diese Rituale? Ich habe es jetzt einfach gemacht. Jetzt kommen wieder ganz viele Skelette auf mich zu. Ja, sicher mit Arm. Ja. Bogen. Ja, sicher. Nicht. Das mache ich aber schon. Ja, toll, jetzt kann ich nicht abhaken. Hä? Wieso ist alles so schwer? Jetzt hier um die Ecke. Jetzt. Nicht wegen der Ecke oder so. Okay, sehr gut. Feuer, geh aus. Dankeschön. Aber bitte nicht noch mehr. Wird langsam ein bisschen böse. Kann ich hier durch? Nee. Ah, das ist nur das Item dahinter. Jetzt schon wieder. Ja. Okay, hier geht's schon runter. Hier ist eine. Truhe da unten. Die 1 wollte ich einsetzen. Ja, immerhin. Ja, der Figur. Okay. 82 und 10. Dann können wir mal mitnehmen. Bis sie dann so wohl sind. So, und hier auch noch öffnen. Könnte ja. Die Tür hast du getroffen. Das
das nicht verraten. Die Tür muss ich nicht. Ja, nimm's jetzt, komm. Jetzt ist es. Ja, sicher. Ich bin erst gerade gekommen. Ha! Also manchmal macht das Spiel schon echt viel Spaß, aber das ist sehr unfair. Ich bin jetzt nicht so der meiste Taktiker. Also Tabletop-Spiele ist wahrscheinlich auch ein bisschen abkupfert. Das ist, wow, das erste Mal Gold in einem Sarkophag. Da war jemand reich wahrscheinlich. Nicht so gut. Liebte es, die anzumalen, die verschiedenen Figuren von Warhammer. Aber das war's. Gespielt haben wir eigentlich nie so richtig mit den Figuren. Und das Skelett sagt: Alarm, Alarm. Rumpfverletzung. Geht's noch? Einmal angreifen. Geht's noch? Ich verfluchte. Oh Gott. Aber wir sind schwer verletzt. Ja, was sollen wir machen? Wir haben nichts gegen Verletzungen. Ah, blutet's. Das ist einfach nicht normales Spiel. Ja, ausheilen lassen, fertig. Was ist das jetzt schon wieder gewesen? Schmerzschock. Ist verwirrt. Was ist hier los? Ja, du bist verwirrt, oder? Ja. Gibt's halt manchmal. Ja, noch mehr Verwirrung. Ich sehe ihn schon ein bisschen. Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Den Tod? Nein. Ja, was sollen wir denn tun? Wir haben nichts. Ja, was denn tun? Also, ich werde halt wieder resetten. Aber pff, es ist mir einfach zu schwer. Komm, wir sterben mal kurz hier unten. Schauen wir einfach ein bisschen an, was kommt. Und dann sterben. Aber. Ja, was ist das da? Untersuchen, Skelettmagier. Dachte schon an Necromancer. Blitz der Dunkelheit. Fluch. Ja, sicher, mega schwer, mega stark. Genau, wir verarschen. Nein, ich wollte. Ja, ich war verwirrt, dass ich bin nach rechts gegangen. Durch die Verwirrung und nach unten. Ja, ich nicht. Mit Schwächen. Extremen Schmerzen. Oh Gott. Ich verstehe nicht. Ja. Okay. Bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.